Radio Deutschland 1, das Talkradio für Deutschland. Ruf an und sag uns deine Meinung. Radio Deutschland 1, wir sprechen Klartext. Kurz vor der Landtagswahl wurde in hunderttausenden Thüringer Briefkästen Merkwürdiges eingeworfen. Eine Zeitung, die sich zwar Wahlhelfer nennt, aber nicht zu Wahlkampfzwecken verwendet werden darf. Das schreiben jedenfalls die Herausgeber auf der letzten Seite. Nützen dürfte die Postille aber vor allem der AfD, denn die kommt im Wahlhelfer gut weg, im Gegensatz zu anderen Parteien. Wer steckt dahinter? Frontal 21 und das Recherchezentrum Korrektiv haben im Wahlhelfer geblättert und stießen auf rechte Verschwörungstheoretiker. Wahlkampf der Thüringer AfD in Rudolstadt. Björn Höcke spricht. Holen wir uns unser Land zurück. Ich danke euch. Medienvertreter sind nicht willkommen. Altenburg. Vor wenigen Tagen tauchte hier und in anderen Städten Thüringens eine Zeitung auf, die AfD-Wählern willkommener sein dürfte. Krankenpfleger Wieland Rose entdeckte sie bei den Touren zu seinen Patienten. Die Zeitung ist mir ins Auge gefallen, weil da halt stand Wahlhelfer und so. Ich dachte so, okay, was ist denn jetzt für eine Zeitung? Von wem ist die jetzt eigentlich? Und da stand halt so drin, ja, die einzige gangbare Alternative, die man wählen kann, das ist die AfD. Die muss unbedingt mit der CDU koalieren. Die Zeitung Der Wahlhelfer, Auflage 500.000 Exemplare für 2 Millionen Thüringer. Das Blatt grenzt sich zwar scharf von Höcke ab, nennt ihn einen nationalen Sozialisten. Doch ansonsten ist der Tenor pro AfD. Die Autoren wünschen sich ein möglichst starkes Abschneiden der AfD. Und erhoffen von der CDU die Annäherung an die AfD auf Landesebene. Der Extremismusforscher Matthias Quent hat den Wahlhelfer analysiert. Das Ziel dieser kostenlosen Zeitungen ist die Diskreditierung einerseits der seriösen Medien, andererseits der demokratischen Parteien mit einem Wahlaufruf für die AfD. Es wird suggeriert, dass die etablierten Strukturen verkommen seien, korrupt seien und nur die AfD eine Alternative dazu liefern könnte. Im Impressum des Wahlhelfers steht unter anderem Vera Lengsfeld, frühere DDR-Bürgerrechtlerin. Heute sind der demokratische Staat und die Medien für sie eine Gesinnungsdiktatur. Wenn mir ständig unterstellt wird, ich wäre AfDler oder schon in der AfD oder rechts, dann ist das auch eine Einordnung und Stigmatisierung nach altem stalinistischen Muster. Wir wollen sie auf der Frankfurter Buchmesse interviewen, doch sie sagt eine Veranstaltung am Stand der rechten Zeitung Junge Freiheit ab. Schriftlich teilt sie mit. Die Publikation ist überparteilich. Wir geben an keiner Stelle Wahlempfehlungen. Die Vereinigung der freien Medien ist Herausgeber des Wahlhelfers. Neben Vera Lengsfeld ist dort Mitglied Michael Stürzenberger. Die Zukunft Deutschlands wird so aussehen, und zwar dunkel-schwarz. Stürzenberger ist mehrfach wegen Volksverhetzung verurteilt und stellt also eine Brücke vom rechtskonservativen bürgerlichen Spektrum in den radikalen, in das radikale rechte Spektrum von Pegida und anderen Organisationen. Mitherausgeber ein Mann, der sich Hanno Vollenweider nennt. Vollenweider tritt nur anonym auf, gibt sich als gefährdeter Insider der Bankenszene. Da ich davon ausgehe, dass man mich guillotiniert, wenn man mich in die Finger bekommt, habe ich es als Pseudonym benutzt. Ja. Vollenweider, ein Herausgeber, der seine Identität verschleiert. Seine Bücher erscheinen bei Jan-Udo Holey. Auch der schreibt unter Pseudonym. Holeys Buch Geheimgesellschaften ist in Deutschland verboten, weil es sich auf die zionistischen Protokolle beruft, eine antisemitische Hetzschrift. Jan-Uwe Holey ist bekannt als Verschwörungstheoretiker, der auch antisemitische Theorien verbreitet hat, die in Deutschland indiziert sind. Also ein deutlich rechts außenstehender Publizist, mit dem sich hier das Pseudonym mutmaßlich Hanno Vollenweider gemein macht. Die Vereinigung der freien Medien gibt als Sitz Berlin-Friedrichstraße an. Doch hier hat sie bei einem Anbieter virtueller Büros nur einen Schreibtisch gemietet und das erst nach Veröffentlichung der Wahlhelfer-Zeitung. Seit dem 17.10. hat sie bei uns eine ladungsfähige Anschrift gemietet. Das ist auch ein Shared Office
und Postempfang für Tage, an denen sie nicht im Shared Office anwesend sind. Und davor? Davor hatten sie nur den reinen Postempfang bei uns gemietet. Gedruckt wurde das Wahlkampfblatt in Haldensleben. Geschätzte Kosten für eine 500.000 Zeitungen mitsamt Postversand rund 100.000 Euro aus unbekannter Quelle. In der Vereinigung der freien Medien ist auch David Bendels Mitglied. Bendels unterstützte über einen Verein die AfD in Wahlkämpfen mit Millionen Euro teuren Kampagnen, vor allem Großplakate, deren Finanziers im Dunkeln blieben. Auch kostenlose Wahlzeitungen in Millionenauflage. Die Bundestagsverwaltung ermittelt deshalb gegen die AfD wegen des Verdachts illegaler Parteispenden. Die AfD und ihre Mitglieder hätten die Zeitung der Wahlhelfer nicht finanziert, sagen die Herausgeber. Die AfD schweigt zur dubiosen Unterstützung.